Heute machen wir ein paar Butterstreuseltaler aus einem Mürbteig und aus Butterstreuseln. Wir benötigen für unsere Streuseltaler ein Butterstreusel hier rechts im Bild und ein Buttermürbteig. Diese Sachen habe ich jetzt schon vorbereitet. Herstellung von Mürbteig und von Streusel gibt es ein extra Video, welches ich euch unter dem langen Text, den keiner liest, verlinken werde. Als erstes rollen wir uns einen Mürbteig aus. Achtet darauf, dass ihr ordentlich Mehl oben sowie unten an dem Mürbteig habt, sonst klebt der nämlich. Zum Schluss den Mürbteig einfach nochmal unten so lösen, wenn ihr ihn nicht mehr drehen könnt. Dann habe ich hier meinen Ausstecher, da werde ich ungefähr mir ein Maß geben, dass ich nicht so viel Verschnitt habe. Reicht also dreimal genau. Jetzt werde ich meinen Mürbteig mit Wasser oder mit Eistreiche heißt Wasser und Ei zusammen verquirlt, anfeuchten. Ich nehme jetzt hier Wasser, weil ich nicht unbedingt für die drei Dinger mir jetzt ein ganzes Ei machen will. Da kann man also auch Wasser nehmen, geht genauso gut. Ist nur eben, dass der Streusel jetzt auf dem Mürbteig klebt. Anschließend verteile ich einfach mein Streusel auf dem Mürbteig und drücke ihn leicht an. Jetzt habe ich hier so einen kandelierten Ausstecher. Kandeliert heißt, der Rand ist gezackt. Ihr könnt auch einen glatten Ausstecher nehmen. Wer keinen Ausstecher hat, nimmt ein großes Glas. Geht genauso gut. Und steche mir einfach meine Mürbteig oder meine Streuseltaler aus und lege diese gleich auf mein Blech, welches wir dann in den vorgeheizten Ofen 200 Grad Oberhitze, Unterhitze in die mittlere Schiene schieben. Backzeit kann ich euch nicht genau sagen, so ungefähr 10 Minuten, wenn braun, dann fertig. Ich habe jetzt hier eine Gesamtbackzeit von 14 Minuten. Verlasst euch nicht drauf, es kann bei euch durchaus länger oder kürzer sein. Warum kann es bei euch länger oder kürzer sein? Ich weiß jetzt nicht die genaue Temperatur von eurem Ofen. Eure Streuseltaler können dicker oder dünner gerollt sein. Danach richtet sich das alles. Die sollten leicht anfangen am Rand sich zu bräunen. Dann sind sie in meinen Augen fertig. Wer es gerne ein bisschen dunkler und knuspriger haben will, lässt sie 2 Minuten länger drin. Hier nun meine fertigen Butterstreuseltaler. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht auch dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben oder Anregungen, was ich für euch als nächstes backen soll, dann hinterlasst doch bitte in den Kommentaren euren Wunsch. Ich werde versuchen, dieses dann möglichst bald für euch umzusetzen. Danke sehr.